Danke, dass ihr meine Dienst. Amantanrim, Hilfe! Ein Assassiner! Das ist kein erlaubter Zug. Eine europäische Variante. Arocco. Interessant, aber unehrenhaft, wenn du nach anderen Regeln spielst als dein Gegner. Das mögt ihr anders sehen, wenn ihr Sultan seid. Soll ich ihn zurücknehmen? Süleyman, ich weiß, es war sehr hart für dich. Mein ewiger Streit mit deinem Vater um Bayezids Thron. Großvater hat euch erwählt und sein Wort ist Gesetz. Daran gibt es nichts zu deuten. Euer Vater und ich standen uns einst nah. Aber seine Grausamkeit und sein Ehrgeiz haben... Ich kenne die Gerüchte, Onkel. Nun, ich treffe mich bald mit dem Visieren. Sollen wir ein anderes Mal weiterspielen? Wann immer ihr wollt. Ezio. Tarik verkauft Musketen an einen örtlichen Schurken. Manuel Palaiologos. Palaiologos. Traurige Geschichte. Der letzte byzantinische Kaiser war Konstantin Palaiologos. Falls sein Erbe eine Art Miliz bewaffnet, wird der Konflikt eskalieren. Tarik weiß, wohin die Musketenlieferung geht. Wenn ich ihn ausfindig mache, kann ich den Waffen folgen bis zu den Byzantinern. Er ist wohl bei seinen Janitscharen in den Baracken. Wollt ihr euch ihnen nähern, müsst ihr einer der ihren sein. Kein Problem. Güzel. Besorgt euch die Information? Dann tötet ihn. Seid ihr sicher? Ihr sagtet, Tarik und euer Vater seien gute Freunde, Süleyman. Das ist wahr, aber ein solcher Verrat an meinem Großvater verdient den Tod. Verstanden. Vorsichtig! Exklusive Angebote. Lebenslange Pflege. Wo ist das Problem?
Meine Geduld hat bald... Er tötet mich nicht, ich gebe euch alles, was ich habe. Meine Geduld hat bald ein Ende. Brüder, helft mir! Behalte deine Hände da, wo ich sie sehen kann, Halunke. Ich muss fort von hier. Selim versteht unsere Lage. Die Byzantiner, die Mamluken, die Safaviden. Nur er hat den Mut, sich diesen Gefahren zu stellen. Ich hoffe, er kommt in Frieden, edler Herr. Haklisin, Selim ist ein Krieger, wie Osman und Mehmet. Warum zieht der Sultan unserem Löwen ein Kätzchen vor? Ahmed hat des Sultans ruhige Art geerbt. Sie sind sich sehr ähnlich, fürchte ich. Wenn ihr etwas seht, gebt Meldung. Hört mir zu, Bürger von Konstantinie. Ein Diener unseres Sultans. Lange leben die Janitscharen! Mein Revier. Und wem das nicht passt, ihr seid hier nicht erwünscht. Geht! Salam alaikum, werte Krieger. Tyrannen! Escholeshek! Befkalade, tapfere Recken! Verzieh dich, nerviges Ungeziefer! Warum bleibt Ahmed hier in der Stadt? Er weiß, er ist nicht erwünscht. Er ist wie eine Motte, die ums offene Feuer flattert. Er wartet, bis sein Vater stirbt, damit er den Thron besteigen kann. Schon gehört? Er bot Tariq ein Bestechungsgeld für unsere Loyalität. Gott verfluche ihn. Kardeshlerim, einer von uns wurde vor kurzem ermordet und seiner Kleider beraubt aufgefunden. Seine Leiche entsorgt wie ein Haufen Unrat. Behaltet die Straßen also besonders aufmerksam im Auge. Jemand will in unserem Namen zuschlagen. Wir müssen bereit sein. Kennst du Selims jungen Sohn? Schehzade Süleyman? Nicht persönlich, aber vom Sehen. Wohl ein bemerkenswerter Knabe. Kein Knabe. Er ist ein fähiger junger Mann.
Schlägt er nach seinem Vater? Vielleicht. Doch ich fürchte, er ist eine ganz andere Persönlichkeit. Dieser Mann. Den kenn ich doch. Was Neues aus dem Norden? Selims Heer zog sich nach Varna zurück, wohl unter schweren Verlusten. Ich bete für eine schnelle Lösung. Ja, aber in welche Richtung? Ich weiß es nicht. Mein Herz gehört unserem Sultan, aber mein Verstand setzt auf Selim. Sultan Bayezid ist ein guter Mann. Ein guter Sultan. Doch er hat das Feuer verloren, das ihn groß machte. Nein, nein, er ist ein Krieger. Seht die Armee, die er gegen Selim aushob. Die Waffen gegen den eigenen Sohn zu erheben. Eine Schande. Ihr wollt die Wahrheit. Es war Selim, der unseren Sultan angriff. Er wird. Aber Selim tat es nur für den Ruhm des Reiches, nicht für sich. Den Auswärtigen muss man erstmal die Regeln klar machen. Ein Dienst ist weg. Die Ordnung kommt von selbst. Beim nächsten, der kommt, üben wir das mal. Da ist ja schon einer. Also dieser Mann. Einer von den Redelsführern ist heute beim Verhör draufgegangen. Sein Herz hat einfach versagt, wie bei diesem merkwürdigen Ritter. Erinnerst du dich? Bei dem Schiffsunglück vor Isil. Siehst du die verrückten Söldner von der Donau? Mehr Mut als Hirn, größtenteils. Und dieser Knoblauchgestank. Den Auswärtigen muss man erstmal die Regeln klar machen. Ein wenig Respekt, die Ordnung kommt von selbst. Beim nächsten, der kommt, üben wir das mal. Da ist ja schon einer. Warst du nicht kürzlich bei einem Arzt? Hat er dich mit Blutegeln behandelt? Was? Auch da unten? Du bist sehr mutig. Und wie war's? Tariq, eine Botschaft. Harry Collade. Die Musketen sind nun in Kappadokia, wo Manuel sein Heer stationiert hat. Und unsere Männer? Sind sie noch bei ihm? Evett. Sie geben uns Meldung, wenn die Byzantiner aufbrechen. Wir treffen sie dann später in Bursa. Nun fügt sich alles zusammen, Efendim. Evett. Endlich.
Sind wir fertig mit dem Schutzgeld? Ich meine mit der... Aber wo sie ist, versteckt ihr. Der sieht aus wie... Moment mal. Von Süleymans Untersuchung. Ihr paktiert mit den Feinden des Sultans. Was dachtet ihr, was euch dieser Verrat einbringt? Es ist meine Schuld. Nicht der Verrat, nur Hochmut. Ich plante einen Hinterhalt. Ich wollte die Byzantiner angreifen, wenn sie sich sicher fühlen. Wie wollt ihr das beweisen? Seht, hier. Es führt euch zu den Byzantinern in Kappadokia. Vernichtet sie, wenn ihr könnt. Ihr habt richtig gehandelt, Tarik. Vergebt mir. Beschützt meine Heimat, Assassine. Allah Ashkina. Stellt die Ehre wieder her, die wir verspielt haben. Langsam bin ich diese Uniform leid. Pack ihn! Ich stehe hier zum Schlafen. Nein!
verschont, werde ich zum Dank bereit. Einfach nur weg hier! Kommt mir bekannt vor. Geh klar! Bin da! Ich seh ihn! Los! Ja, doch nicht. Das ist ja merkwürdig. Wo wir nicht. Aha! Schnappt ihn! Gib her! Bitte Gott, lass mich einfach leben! Bitte Gott, steh mir bei! Weg, schnell weg! Lauf! Oh, das ist aber ungewöhnlich. Verschont mich! Zu tun haben. Aha! Jetzt haben wir dich! Mir bekannt vor, aber... Was glaubst du, wo du hinrennst? Pfeffkalade! Oh mein Gott. Sehr gut! Also, was ist denn in dem? Der glorreiche Sultan Bayezid hat von dem Ungemach erfahren, dass seine Abwesenheit seinem Volk bereitet. Er weiß, dass ihr Wissen bietet und erinnert euch daran, eure Bürgerpflicht zu erfüllen, damit diese wunderbar. Ah, beim nächsten Mal habe ich sicher etwas, das mir gefallen wird. Thank you.
Heilungsdienste, Vorsorgeuntersuchungen, biologische... Den kenne ich doch. Streitkräfte die Schlacht bei Edirne für sich entschieden. Der Sultan wurde Sichert diese Stellung. Platziert euch dort. Verteidigt das Gebiet. Platziert euch dort. Platziert euch dort. Thank you.
platziert euch dort. Sichert diese Stellung. Dort. Verteidigt das Gebiet. Wartet dort. Platziert euch dort. Platziert euch dort.